Es brennt! Es brennt! Alarm! Alarm! Ja, das ist jetzt blöd, ne? Also, ich sag mal ganz ehrlich. Da habe ich schon wieder Stromschwankungen. Brennt hier wahrscheinlich. Hier brennt es wegen dem Kurzschluss. Das ist ja. Was kostet so eine Feuerwehr? Ja, die sind aber auch teuer, ihr Übertreiber. Hier, schmeißt den Wasserturm drauf. Wenn wir jetzt wirklich hier mal hardcore diesen ganzen Berg angleichen. So anstrengend das jetzt auch sein mag. Und so langweilig das vielleicht für euch jetzt auch erst einmal ist, das tut mir ein bisschen leid, aber wir brauchen einfach Stein, wir können nicht mehr bauen. Ich bin eigentlich immer noch bestrebt, diesen Flügel, diesen einen. Fuck! Ah, da bist du. Ja! Gut. Der Doppelkonto da hinten ist echt genial. Wenn einer nicht kriegt, kriegt der zweite. Wenn einer kriegt, haben wir noch einen drinstehen. Jawohl! Ja! Hey, ich hab die Vorlage gemacht. Wow, ich war mal mit dabei. Oh, der war aber schön. War echt Glück. Wo war der denn? So, ich glaube, ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich das Abwasser noch ein bisschen besser loskriege. Baukosten? Naja, an den liegt es nicht. Achso, ist alles gut. Läuft schon. So, dann ziehen wir hier nochmal das Abwasser ein bisschen besser raus. Mal gucken. Das Ganze hängt einfach damit zusammen, dass 1M allein ja nicht das Problem ist. Man sagt so schön, einmal ist kein Mal. Aber das zweite M führt dann automatisch zum Problem, denn dann sind wir bei M&M und das ist leider rechtlich geschützt. Deswegen darf ich M&M nicht benutzen. An dieser Stelle kann ich schon mal darauf achten, dass ich... Ich fand es eben mit dem Rennwagen geiler, diese fette. Ja, der ist jetzt ziemlich träge, ja. Ich hatte den gleichen wie du. Du weißt, den Sand King, den mag ich, aber ich hab nochmal getuned. Hallo, hallo. Nein, ich wollte nicht. Hallo, Timo. Abgeräumt! Oh, wie der Wichser da reingebrennt ist. Was ein Huren. Ja, boomende Kleinstadt. Jawoll. Und das gab einen ordentlichen Finanzbonus. Da werden wir jetzt erstmal ein bisschen hier von dem Darlehen zurückzahlen, wenn wir das schon mal los sind. Da habe ich ja im Henne einen gefunden, der diesen ganzen albernen Quatsch auch kennt, den ich so kenne von früher, wo wir uns dann immer, ja, musikalisch, ich sag mal, da liegt bei uns die musikalische Schnittstelle. Ich komme ja mehr so aus dem, ja, aus dem anderen Bereich musikalisch, sag ich mal. Hier mit das alles war hier was. Ulmenhügel. Am Arsch Ulmenhügel. Der Industriepark muss natürlich einen epischen Namen eines Industrieparkes würdig haben. Wie wäre es?
mit Stinkstängel. Stinkstängel, da zieht's doch die ganzen Raucher hin. Ich könnte mir natürlich mehr Zeit nehmen, aber ich habe im Moment irgendwie noch nicht gerade mal so eine Phase, wo ich so die Lust habe, mir da mehr Zeit zu nehmen. Wir sind im Moment in einer sehr, sehr entspannten Zockerphase. Gerade im Moment, wo Henne und Timo ein bisschen mehr Zeit haben als sonst und wo jetzt auch der Atmer immer mal viel da. So, Sumo 3. Oh, ich muss so schnell, wohin was trinken. Der andere denkt jetzt so, nein, ich möchte aber so eins spielen. Nö. Nix. Vielleicht gibt's 100.000 Bonus, wenn man es in der Reihenfolge macht. Mr. Henki Schule natürlich an dieser Stelle ganz klar. Guten Morgen. Liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Und das ist hier natürlich. Ja, wen haben wir denn hier? Dann muss man nur herausfinden, wo sie die geklaut haben, um sie wieder zurückzubringen. Aber egal. So, ich würde sagen, ich bin mit dieser Kante damit zufrieden. Ich lasse sie so stehen, wie sie jetzt ist. Wir haben jetzt diesen Graben endlich mal fertig gemacht. Auch wenn wir jetzt heute nichts anderes gemacht haben, so ist doch wenigstens auch das mal erledigt. Ist doch auch schön. Guck mal. Boah, das war hier alles zu. Was haben wir hier Zeug rausgerollt? Das passt ja eigentlich mehr hier hinten so ein bisschen in diese Shopping-Gegend. Ah, da wird auch angezeigt, dass wir es bereits gebaut haben, wenn wir es denn gebaut haben. Ist das schön. Wurde auch Zeit, dass wir uns etwas Einzigartiges besorgt haben, wegen dem sich die Leute an unsere Stadt erinnern werden. Das Hashtag des City ist great. Wie weit geht das denn hier schon nach hinten? Und auf welcher Ebene sind wir hier überhaupt? 9. 9 ist natürlich ein bisschen niedrig. Oh! Ach ja, hier war eine Höhle. Ist ja nett. Mit jede Menge Zeug drin. Dass niemand. Was ist denn da mit dem Mädel? Ist nicht so. Ey, ich hab einen pinken Mini! Kuscheln! Ja, ich glaube, es wird nicht so spektakulär. Alter, fällt mir noch. Oh. Da war keiner mehr. Oh, ich falle noch. Ich falle immer noch. Oh, jetzt ist das Bild weg. Das ist doch kein Kompaktwagen, was du da hast, die Kinder. Dass die Einnahmen wieder hochgehen. So, und jetzt wird hier fett gebaut. Jetzt kommen hier. Oh, jetzt haben wir hier jetzt einen ganz anderen Baustil. Hier schöne, fette Bürogebäude kommen hier jetzt hin. Und ein bisschen mehr Großraum. Ach, schön, ach, schön. So. Dann sind wir wieder ein Stückchen weiter. Wir sind bei 24 XP mittlerweile. Das ist ja auch schon mal nett.
Au. Ich brauche immer noch Diamanten. Ich habe mich jetzt gerade überlegt, ich will eigentlich primär mit den XP meine Rüstung. Ah, das ist die Allee. Ach, die Allee. Allee. Eine Straße, viele Bäume. Ja, das ist eine Allee. Und alle Allee. Na gut, okay. Achso, ja, einstmals war Eisen von großer Bedeutung, jetzt mittlerweile wird es halt eben mitgenommen, aber es steht im Grunde auf dem letzten Platz in der Beliebtheitsskala der Rohstoffe. Ach Mann. Da stellt er irgendwelche Sachen irgendwo in den Hintergrund, wo sie nicht hingehören. So. Ist da noch alles Glas drin? Da ist das Glas noch drin. Das ist mein Dach. Das ist da hinten ein bisschen Glas eingebüßt. Ah, er wäre fast weg gewesen. Zum Glück hat er sein Auto im Griff. Nein. Arsch! Nein! Ja, ich bin jetzt rein! Ich sehe einfach mich im Auto sitzen zur Musik wackeln. Jetzt hat der Drecksack doch glatt gewonnen. Ich liebe dieses Spiel. Weiß ich nicht, ob sich da was tut. Vielleicht sterben die Leute auch einfach nicht, weil sie viel zu glücklich sind, um zu sterben. Auch mal, das sieht hier alles so schön frisch und bunt außen hier drüben. Voll hässlich eigentlich. Und deswegen haben wir diesen Grünstreifen hier. Da haben wir ja auch noch einen Grünstreifen drin. Können die Kinder spielen. So. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne... Fleder Mickey Maus und Fleder Minnie Maus gehen zusammen aus. Fleder Minnie Maus lässt sich einladen von Fleder Mickey Maus. Der Fleder Mickey Maus hat noch einen Job zu tun. Muss Fleder Minnie Maus alleine ruhen heute Nacht, arme Fleder Minnie Maus. So, die ersten haben gebaut und haben kein Wasser. Das Geheule ist groß. Tja, das ist schade. So. Der hat keinen Strom. Das liegt daran, dass hier einfach noch nichts gebaut wurde. Sobald da was gebaut wurde, hat er auch Strom. Also, lass das mal egal sein. Wenn wir jetzt hier diese Kistenloren hier vor uns her schieben müssen. Macht aber nichts.
Wir müssen mir ein tolles. Wir müssen hier ein super Auto besorgen. Da hinten ist ein Kopfgeld, das ist auch spannend. Ich habe ein Paket eingesammelt. Geht tatsächlich unten drunter durch. Ich werde ja bekloppt, hier kannst du eine Scheiße zusammenbauen, das ist ja der Wahnsinn. Okay, die hier ohne drunter durch, du. Wahnsinn. Das war, hör mal auf zu springen. Yibi, yibi, yibi. Da freut er sich wieder. Ach, ich freue mich immer, wenn er sich freut. Warum ist eigentlich unsere... Ach so, ja. Warum ist unsere Rüstung nicht vollständig? Ganz weil wir ja einen lustigen Goldharnisch tragen, wir haben der Schutz. Ist auch schon mal viel wert. So. Hier hinten verbrennen wir mittlerweile unseren Müll. Ich weiß nicht, ob die auch von hier aus den Müll nehmen, dass das Ding hier wieder leerer wird irgendwann. Normalbetrieb. Ausgangsleistung 11 Megawatt. Hat diese Musik Parallelen? Nein, ich glaube nicht. Das ist Zufall. So, ich brauche irgendwoher Geld. Ja. Kannst ja mal serven, can everyone give me money? Nein, so tief bin ich noch nicht gesunken. Irgendjemand schießt da. Seid ihr das oder ist das der Typ? Ich meine, dieser BlackJoey.de. Oh mein Gott, ihr schreit alle Mobs durcheinander! Er klaut mir den Feuerwehrwagen, den ich mir gerade klauen wollte. Skandal! Der Feuerwehrmann weg. Nee, du hast. So, aber hier passt's rein. Dann kriegen die jetzt auch mal ein Krankenhaus. Und dann ist hier die Gesundheitsversorgung eigentlich gegeben. Der Brandschutz ist immer noch so ein bisschen eine Sache. Da brauchen wir hier hinten im Industriegebiet auf jeden Fall mal wieder eine angemessene Werksfeuerwehr. Und jetzt haben wir bald kein Geld mehr. So. Klack und klack. Dann hier zweimal rüber. Und schön das Holz eingesammelt. So viel müssen wir dann doch nicht wegschmeißen. So. Jetzt kann ich eigentlich nur hoffen, dass so. Da können wir gerne hier. Ne, Industrie macht ja hier Stinke.
bisschen, das können wir hier ruhig noch drum rumbauen. So, jetzt steht da so ein Türmchen drauf. Ja, lassen wir mal so stehen. Natürlich lassen wir es so stehen, warum sollte es jetzt wieder abreißen? Hallo. Das Holz packe ich jetzt erst nochmal weg. Das ist aber auch ungünstig. Ja, ich hab den nicht gefragt, denn er hat mich nicht gefragt, ob ich das will. Ach, verdammt, meine Granate ist daneben gegangen. Nein, die nicht. Nein? Boah, 1000 Bounty, das ist ja sensationell. Oh, da kann ich eine Garage kaufen. Oh nee, unbekannt, du hast meine Karre geklaut. Mann, wieso erwischt immer die Leute, die Kohle haben? Kann sich das jetzt hier schon mal so ein bisschen verteilen. Weil hier staut sich das ja schon fürchterlich zurück. Wo hier der ganze Schnee nutzlos drauf rumliegt. So, gehen wir mal ein bisschen Schnee schaufeln. Können wir mal sehen, wie hoch wir hier schon sind. Axel dazwischen sprengt Rhythmiker das Tor komplett frei. Aber daneben ein Befreiungsschlag von Rhythmiker und er gibt Gas, er setzt nach und da ist das 7:1. Ja, jetzt ist auch Axel verschwunden. Die letzten 17 Sekunden geht es ein 1:1. Der Ball ist in der Mitte zum Stillstand gebracht worden. Rhythmiker jetzt gerade auf das eigene Tor unterwegs, aber geht schön an die Seite. So, aber egal, da kümmere ich mich ein andermal drum. So, Stinky Beach. Ich habe jetzt das Gefühl, das würde blauer werden hier. Das kann doch keine Einbildung sein. Guck mal, das sieht doch hier schon wieder richtig sauber aus. Das war auch schon mal dreckiger. Doch, das wird wieder sauber. Guck mal, der Rand wird hier immer dicker. Was hat er mal hier? Zack. Und rüber. Und kein Glas mehr. Scheiße. Das Problem ist, ich bin jetzt punktemäßig schon so weit, ich will jetzt nicht mehr aussteigen und mir ein neues Fahrzeug suchen. Das schaffe ich kein zweites Mal. Ja. Dann muss ich jetzt einfach durchziehen. So albern das ist. Die Autos sind eh alle, gleich schnell rückwärts. Oh, jetzt wird's eng. Nee, ja, ich glaube, ein LKW ist rückwärts dann doch langsamer. Ja? Also ja, der schleicht hier. Oh, scheiße, voll. Kreuzung und rote Ampel. Wenn gleich mal einen Adler mit einer Lenkrakete beschießen oder was? Es reicht ja im Prinzip auch nur. Hier in den Hang bauen. So.
können dann hier nochmal ein paar kleine Häuschen verteilen. Hier hinten ist doch hübsch. Da können wir sicher hier vielleicht irgendwo an den Hang uns noch einen Wasserturm stellen. Hier vielleicht. Naja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ist das nicht zu wenig? Denke ich gleich mal drüber nach. Achso, ich kann nur nachts schlafen, okay. Ah! Cool! Geht doch! Komm! So ein bisschen Imbiss in die Industrie! Behalten. Worum es mir speziell geht, ist der hier. 3, 2, 1, 1. Nicht ruggeln! Sind alle tot? Außer alle Römer weg! Das ist ungünstig. Hallo! Okay, Autos! Auto! Wollte gerade sagen, Auto, Einzahl. Da geht's. Da geht nicht mehr. Gut, dann machen wir sie doch so rum. So, dann haben wir auch eine Uni. Dann haben wir jetzt kein Geld mehr. Auf der Universität schreiben sich Bürger in verschiedene Kurse ein, von Wirtschaft bis hin zu Naturwissenschaften. Ja, das freut sich natürlich. Das freut sich von selbst. So, bauen wir hier einfach mal Glasstäbe hin. Finden wir schön Glasstäbe. So, hier drüben haben wir da bestimmt auch Glasstäbe. Oder? Ja, auf jeden Fall haben wir hier einen Glasstab. Und wir haben hier... Oh, die Polizeiwache brennt, das ist natürlich doof. Deswegen kam die Meldung, weil das Polizeirevier brennt. Ich will jetzt kein Land kaufen. Gute Männer seid ihr.
Wow! Schreckliches die Hälfte aller Survival-Serien abgehakt! Oh, und die Hälfte aller Survival-Spiele und oh, die Hälfte aller Survival-Bücher und oh, das ist die Hälfte des Survivals an sich. Nee, aber so generell von der Struktur aus, es teilt sich dann, die Gruppe teilt sich plötzlich in zwei Gruppen auf, so also leicht in zwei Gruppen auf. Ja, da gibt es Einheimische, die da wohnen und so. Tyrannische, diktatorische Züge. Nee. Fressen sich gegenseitig. Das ist die Schule für die jungen Diktatoren, für die Diktatoren der Zukunft. Die Diktatoren-Schule. Wir nennen sie jetzt nicht Adolf Hitler-Schule, denn das könnte falsch verstanden werden. Ja, mein Name ist ja ungerechtfertigt in den Schmutz gezogen worden. Na, also war das kleine Diktatoren-Schule. Das sind die Türen zu den Klassenzimmern im Allischen rechts. So, kein Stein mehr. Macht aber nichts. Hüpf. So. Nur gelebt und glücklich geseit, gedingst. Nein. Scheiße. Massensterben hier. Massensterben in Kackstadt. Newsflash. In Kackstadt hat es in der Nacht von den 22.05. auf den 23.05.2024 ein Massensterben gegeben. In ganz Nörgelheim gammeln die Toten rum. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Das Krematorium ist noch an. Oh. Hier stand er. Da ist er. Treppenhaus. Okay. Lassen wir das mal so stehen. Ich habe mein Bett nicht mitgenommen, das ist auch leichtsinnig. Und hat sich gerade seine Düse zerfetzt. Ich mach das ganze Schiff kaputt. Das war nur so ein Test, wie ob das funktioniert so. Das ist einfach nur stumpf getestet. Es wird jetzt wieder in die Welt eingeschossen, dieses Schiff. Siehst du, es hat nicht viel gehalten. Sagen jetzt die Station mal langsam fertig. Ja, komm, Purzelbaum! Hä? Was ist denn hier? Bein kaputt. Alter, wieder abgehen! Lass dich doch allein, ist doch gut. Was ist das? Das ist ein Auto plötzlich. Hast du das Dach zugemacht? Ist einfach durch die Luft geflogen. Ich schieb den einfach raus, der stand da so rum. User disconnected from your channel. Schlingel. Schön. Doch. Gebäude existiert bereits. Kann man alles nur einmal bauen? Macht aber nichts. Ja, das gehört alles noch zu Nörgelheim. Okay. Jetzt wollen sie natürlich auch Geschäfte haben. Da brennt's. Hier hatte ich angefangen irgendwie, oder? Ne, da drüben hatte ich angefangen, genau. Hier hatte ich irgendwie angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht hatte. Da hatte ich hier schon so eine... Ne, das war hier sogar noch... Ach ja, yeah. Ich hatte da irgendwie... Ich weiß es nicht mehr.
Doch, hier hatte ich, genau, hier, das waren die ersten Dungeons, die ich gesetzt hatte. Die sind so flink geworden, diese Fett. Was macht der nicht? Machen wir das so. Ja nur gesagt haben, dass hier eine Treppe rein muss, weil alles andere wäre ja Stoß und da können wir nicht mitarbeiten mit Stoß. Also machen wir Schluss mit dem Stoß, sagen hey Stoß. Ich sag mal, es war eine schöne Zeit, ich habe das wirklich sehr genossen mit dir, aber du musst verstehen, dass sich Zeiten ändern und ich sag mal Stoß, du hast es doch selbst gemerkt, wir haben uns auseinandergelebt und ich habe eben auch den Fehler gemacht, mich drüber zu ärgern, dass ich die Farbe meines Fahrzeugs nicht einstellen kann. Ja. Hink, komm. Blöd! Schau mal! Achso, ich gehe vielleicht nicht direkt als erstes auf Leo drauf. Fuck! Nein! Ganz schön doof. Nein! Nein! Tschüss, Leo! So, liebe Freunde der Umwelt, es ist soweit. Hier wird jetzt mal mächtig umweltschonender Strom produziert. Ja, muss der Alzheimer-Patient leider sich kurz den Finger in den Hals stecken und dann kann er danach sagen, ich weiß es wieder, es war das und das. Und dann sagt der Ernährungsberater, gut, das ist ein gutes Essen gewesen, das viel Nährstoffe und so, das sollten sie auf jeden Fall beibehalten. Dann kann er sagen, oh, das ist jetzt blöd, das ist jetzt zu spät, das wieder bei mir zu halten, das ist jetzt weg. Sagt der Ernährungsberater. Fälle zu steil. Aber das ist bereits belegt. Wollen wir hier noch Platz machen? Bam, passt perfekt dazwischen. Das ist, glaube ich, hier schon Dingsebene, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das ist hier schon die Ebene eben für und so. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier mit dem Turm. NPC fährt Polizist um, sehr geil. Und Polizist erschießt NPC, was geht denn hier ab? Was ist los mit ja, euch? Simon, ich bin vielleicht nicht so schnell wie du, aber ich kann fahren. Das ist zu schnell, das Auto. Ah, Mann. Cop im Privatwagen, finden die gut. Weißt du, hier sind die Privaten in den Copswagen und die Cops in den Privatwagen. Was treibt ihr denn hier?
gleich stellen wir den da hin. In 1-2 Tagen. Vielleicht dann nur ein paar Stunden. Oh, es ist Jahresende. Gut, dann gibt es den Bahnhof erst im neuen Jahr. Das soll's. Ja, da können wir jetzt Linien machen. Es gibt vielleicht ein paar, die sich darauf verlassen, dass jeden Tag konsequent um 18 Uhr es eine neue Folge Minecraft gibt. Oder vielleicht auch erwarten, dass es jeden Tag um 16 Uhr eine neue Folge City Skylines gibt. Oder was ihr halt da so gerne guckt. Und ich möchte euch da eigentlich nicht enttäuschen. So. Ah. Hier noch einen hin, dann haben wir nämlich auch die Verbindung vom Strom her, ne, da rein. So. So doch nicht. So, Projekt gibt Monster keine Chance. Ich versuch's. Das kann nicht sein, ich hab ein 1-Millionen-Auto-Mission. Worauf muss man zielen? Ja, auf den Heli. Ja, Zeitüberschreitung beim Laden der Sitzung, ne? Irgendwie. Du wirst mich nicht runterholen im Heli, das ist schwierig. Ich hab gerade das Spiel verlassen. Ja. Danke! Jetzt bin ich wahrscheinlich wie der Trevor irgendwo nackt am Stand. Oder in einem Frauenkleid. Was ist das denn? Das geile Rackdown gerade so rum, Ding du beim letzten Mal, Timo. Euro kostet, nein, oder? Das mag jetzt verwirrend sein. Dann stellen wir mal lieber ein bisschen weiter weg, nicht so mitten in das Industriegebiet. So. Hoppla. So, das sind die letzten paar Stacks. Gleich ist hier wieder Ende. Upsa. Wieder eine Ebene gebaut. Immerhin kann ich schon unglaublich gut von innen durch den Ring wieder nach außen springen. Aber das bringt halt nichts. Und den hätte ich schön machen können, wenn ich noch Boost gehabt hätte. Aber wie immer hatte ich keinen, weil ich permanent am Hin- und Her rasen bin, ohne den Ball jemals zu kriegen. Weil ich kann einfach nicht kommen, das ist ein blöder Scheiß Timo im Weg. Verpiss dich doch mal. Da hat er recht. Da hat er recht. Bam, also geht doch.
So. Natürlich kein Strom, das ist klar. Hier will ich sowieso auch noch jetzt eine Straße bauen. Hab ich. Die ärgern mich. Bleib hier, du Blöd. Henne, einsteigen. Ja. Das ist ein sehr unkonventionelles Fahrzeug. Lass dich töten. Ja, der stirbt nicht mal. Ich hab dem gerade dermaßen eine Rakete reingejagt, der stirbt nicht. Hoffentlich steht jetzt der Gamba wenigstens. Scheiße! Chill doch mal. Der lässt sich überhaupt nicht umbringen. Ich bin getroffen. Tot. Ja, und jetzt schießt er mit Geldsäcken. Der cheatet. Ja. Und jetzt laggt's bei mir. Ja, dann gehen wir hier raus. Was passiert, wenn wir das...